Hallo Leute und willkommen zurück zu Scratch. Heute zeige ich hauptsächlich Projekte von Place99. Irgendwie habe ich in letzter Zeit immer Sprachfehler. Warum auch immer Sprachfehler habe. Naja. Auf jeden Fall ist ein sehr cooles Projekt. Und er macht auch allgemein coole Cuphead-Projekte. Und ich würde sagen, wir legen jetzt hier los. Das ist Dr. Karl. Und ich spiele das jetzt hier mal. Ich finde, es ist ein bisschen zu schwierig. Ja, und man ist zu langsam. Aber sonst ist es ziemlich cool, denn dieser Boss hat auch mehrere Phasen und wird auch stärker, desto mehr man ihn trifft. Irgendwann schießt er dann mehr von diesen Blitzen. Aber es ist eben sehr schwierig. Ja, wie sieht er ihn an? Denn jetzt hat sich was geändert. Ja, jetzt fallen hier nämlich auch Kugeln runter. Und da ist wieder dieser Helfer, der zeigt, wie weit man gekommen ist, finde ich auch sehr cool. Ist etwas schwieriger zu programmieren, aber so schwierig ist es auch nicht. Auf jeden Fall extrem cooles Projekt. Das habe ich auch schon geliked. Und verstehe nicht, wieso es so wenig angeklickt wird. Also so gibt es das im richtigen Cuphead zwar nicht, aber es ist eine coole neue Idee. Warum wollen alle immer nur das richtige Cuphead? Neue Ideen sind doch eigentlich viel besser. Auf jeden Fall, man kann sich das richtige Cuphead ja auch kaufen. Und die Scratch-Projekte zu den Bosskämpfen sind nur Vorgeschmäcker. Und schon wieder bin ich gestorben. Aber neue Ideen sind ja eigentlich schon genauso gut wie Cuphead-Bosskämpfe. Ich meine die richtigen Cuphead-Bosskämpfe, aber egal, es sind gute Spiele. Das Projekt ist auch gut, sonst würde ich es ja nicht spielen. Aber es ist ein bisschen, naja, ungenau programmiert. Man kann sich halt viel zu langsam bewegen und kann manchmal kaum ausweichen. Man hätte vielleicht auch einen Schusseffekt einfügen können oder eine Explosion. Aber es ist sehr cool und schon wieder sterbe ich direkt bei der neuen Phase. Dieses Video lasse ich jetzt auch, glaube ich, relativ ungeschnitten, damit ihr das auch in voller Länge anschauen könnt. Ihr könnt ja auch skippen, wenn ihr das nächste Projekt sehen wollt. Und das ist jetzt keine Faulheit, weil ich nicht schneiden möchte. Aber irgendwie, also geschnittene und bearbeitete Videos sind zwar auch cool, aber ungeschnittene Videos auch irgendwie. Naja, wobei ich das Video doch ein bisschen bearbeiten muss. Schließlich soll man die Scratch-Projekte ja auch im Vollbild sehen. Und ab sofort, wenn sich der Boss transformiert, sterbe ich einfach. Ihr könnt ja zählen, wie oft ich am Ende gestorben bin. Da bin ich dann mal gespannt. Auf jeden Fall sind schon einige Male. Es gibt ja auch, soweit ich weiß, einen Death Counter. Da ist er. Total of Death. Naja, 32. Also mit den anderen Spielern, die das gespielt haben. Auf jeden Fall wurde noch nicht oft gespielt. Und ich würde sagen, das ist der letzte Versuch für dieses Projekt hier. Oh. Man ist einfach viel zu langsam. Ich könnte es jetzt zwar auch bearbeiten, aber ich möchte es jetzt ganz einfach spielen. Okay. Was
auch im richtigen Cuphead anders ist, ist nämlich, dass es Zufall ist, wo genau die Geschosse jetzt spawnen. Okay, ich komme hier nicht weiter. Auf jeden Fall ist es richtig gut gelungen. Und okay. Mal sehen, was gibt es denn hier noch? Ah, Jimmy the Great. Das ist cool. Es ist mit Scratch wirklich sehr einfach, etwas zu programmieren. Es gibt auch einen Hilfe-Button, wo man dann immer weiß, was man tun soll. Jetzt kämpfen wir hier gegen diesen Djinn. Ich habe auch ganz vergessen, eine Spoilerwarnung einzublenden. Aber das mache ich dann wohl später. Wie? Warum sage ich einzublenden? Ich meine, gesagt zu haben. Dann blende ich es eben ein. Ja, jetzt schmeißt er mit diesen Katzen und Muttern. Ja, was auch immer das sein soll. Aber die erste Phase ist am beschissensten, weil man einfach kaum eine Möglichkeit hat, auszuweichen. Also es ist sehr, sehr schwierig. Aber immerhin gehen die Teile kaputt, wenn sie die Wand berühren. Aber die Katzen sind auch furchtbar. Ah! Ja, zwei Phasen haben wir schon gesehen. Dieser Bosskampf ist jetzt nicht so gut wie der richtige Bosskampf. Also er ist natürlich auch gut, aber im richtigen Bosskampf sind die Phasen einfach anders gemacht. Das ist wieder ein kleiner Spoiler, nämlich da kommt ja dann immer so ein Sarg und da ist dann so eine komische Schnecke drin. Und hier in diesem Projekt ist es einfach nur ganz alleine der Sarg, der Geister spawnt. Ich habe noch zwei Leben. Aber die Katzen sind echt furchtbar. Ja, da kommt das schon. Der öffnet sich nämlich nicht. Da kommen jetzt einfach die Geister raus. Und ich würde sagen, das war jetzt auch schon der letzte Versuch von diesem Spiel hier. Auf jeden Fall sehr gut gelungen. Habe ich auch schon geliked. Müsst ihr auch machen. Ich verlinke nämlich die ganzen Spiele wieder in der Videobeschreibung. Extrem cool. So. Dann gibt es hier noch Grimastic und Calamaria. Vielleicht spiele ich diesen Boss hier noch und dann noch mein eigenes Spiel. Ja, im richtigen Cuphead läuft man ja auf Wolken, aber hier fliegt man einfach rum. Naja, eigentlich sind Fluglevel ja besser. Oder was meint ihr? Ihr könnt ja abstimmen. Besser gesagt, Bosskämpfe. Es sind ja jetzt keine richtigen Level. Fluglevel gibt es in Cuphead ja gar nicht. Wenn dann Flugbosskämpfe. Ja, das verfolgt einen eben. Ich habe das Gefühl, im ersten Zustand hat er auch weitere Phasen. So, jetzt transformiert er sich richtig. Bloß, ich frage mich, wie man ihn hier treffen soll. Heilige Scheiße. Jetzt kommen auch Meteoriten. Ja, das ist so overpowered. Das ist so overpowered. Aber ich habe die zweite Phase erreicht. Und jetzt würde ich noch sagen, zeige ich auch mal mein Spiel. Bis dann und ciao. So. Naja, das Bild hat er jetzt ein bisschen gespoilert. Ja, das ist die Winner Woman Musik. Man kämpft hier gegen eine Katze. Und die Steuerung ist einfach großartig. Da muss ich mich selber loben. Man sagt, das Selbstlob stinkt, aber in dem Fall. Oh Gott. Auch das Geräusch und die Schussanimation. Also das ist wirklich ein super Spiel. Die ganzen Effekte. Ja. Jetzt kommt der Besitzer von der Katze und ist natürlich wütend, wobei die Katze eigentlich selber dran schuld ist. Und jetzt sieht man hier halt nicht die Animation.
Das habe ich leider noch nicht hingekriegt zu programmieren. Auf jeden Fall, das dreht sich dann und verfolgt einen später. Manchmal verschwindet es auch grundlos. Auf jeden Fall, in den meisten Fällen passiert das nicht. Durch Zufall soll er auch manchmal Bomben schmeißen können. Und die explodieren dann und fliegen überall Partikel hin. Auf jeden Fall. Ohne Animation ist es nicht so schön. Und ich programmiere das jetzt auch mal um. Da könnt ihr auch mal zusehen, wie ich das jetzt mache. Nämlich, wie wollte ich das nochmal machen? Moment, ist die Idee wirklich so gut? Da wollte ich das ja so machen, wenn Owner Attack ist gleich 1. Die 4 habe ich extra ausgelassen, weil es dann die Bombe spawnt. Die soll nur selten gespawnt werden. Ich mache das jetzt anders. Okay, ist hier auch die 4 ausgelassen? Okay, sehr gut. Und kann das hier weg? Da ist ja die 4. Moment, hier ist ja doch die 4. Ja. Die 4 sollte ja eigentlich ausgelassen werden. Aber wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Das programmiere ich dann wieder ein bisschen um. Manchmal sind da kleine Bugs drin. Auf jeden Fall, falls Honor Attack. Nee, Moment, das hier kommt alles raus. Das spawnt dann halt bei diesem Skript die Bombe. Es könnte auch der Grund sein, dass er manchmal nicht spawnt, weil dann halt die Bombe ausgewählt wurde. Hier ist es dann halt. Hier bestimmt ist der Zufall, wie lange es wartet. Und ja, dann auch der Zufall 1 bis 10, die Attacke. Auf jeden Fall, jetzt füge ich das mal ein. Hier, erzeuge Klon von. Wie heißt die Figur? Was ist das hier? Ah, Figur 15. Benennen wäre vielleicht nicht schlecht, aber das sind halt mehrere Sprites. So. Klon von Figur 15. Das kommt jetzt hier rein. Das ist ja schon fast ein kleines Tutorial. Ich würde sagen, hier kann das mal rein. Okay. Ja, das ist doch Figur 15. Irgendwie verdoppelt sich das. Moment. Ach, der hat einen Klon von sich selber erzeugt. Ah, dann starte ich das noch mal neu und spiele es auch noch mal neu. Das Spiel ist noch nicht öffentlich. Ich werde dann ein Video machen, wann ich es veröffentlicht habe. Damit ihr auch wisst, wo ihr es spielen könnt. Wann ihr es spielen könnt. Ich sage ja, ich habe Sprachfehler bekommen. Bekommen fehlt eigentlich. Oh, schade. Wieso spawnt er die jetzt nicht? Ja, dann muss das hier weg. Okay, das lasse ich mal hier. So sieht übrigens das Skript aus. Ja, muss man ziemlich viel programmieren, aber trotzdem relativ einfaches Programmieren.
Jetzt starte ich noch mal neu. Aber ihr könnt ja mal abstimmen, wer dieses Spiel findet. Auf jeden Fall, wenn ich ehrlich bin, es würde mich sehr wundern, wenn es euch nicht gefällt. Dann guckt euch mal die Animation an. Guckt euch mal an, wie hier noch schwenkt. Da. Und einfach die Effekte. Selbst wenn man getroffen wird, macht das ein Geräusch. Und es zeigt es sogar noch. Okay, und warum greift er jetzt nicht an? Ah, super, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Aber es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich ändern muss. Nämlich, wenn ich Ketters empfange. Warte 0,4 Sekunden, bevor es das spawnt. Mal sehen. Ich setze das jetzt mal auf 8 und gucke. Auf jeden Fall, da wirft das zu oft. So würde ich sagen, so mache ich das jetzt mal. Und es soll es ein bisschen eher werfen, weil das einfach komisch aussieht. Ja, das macht mir jetzt noch keinen Schaden. Heilige Scheiße, wie oft wirft er das Zeug denn? So, dann machen wir jetzt noch einen Test. Ich werde das Video doch ziemlich oft bearbeiten müssen, aber immerhin wird es auch gut. Das Video, in dem ich das Cuphead-Projekt vorgestellt habe, war ja auch sehr erfolgreich. Ich habe allgemein das Gefühl, dass Clutch-Projekte, warum sage ich immer was, was ich nicht sagen möchte? Also, ich habe das Gefühl, dass die Scratch-Projekte. Okay, jetzt hat er die Bombe geworfen wieder. Also, sie ist ja noch nicht da. Okay, das lag daran, hätte ich die. Wäre das die Bombe gewesen, dann wäre das auch gegangen. Okay, es ist alles gut, es ist alles gut, es ist alles gut, es ist alles gut, es ist alles gut. Okay, ein bisschen öfter kann das schon werfen. So, das ist schon deutlich öfter. Ich glaube, das war jetzt ein kleiner Bug. Aber selbst hier kann man noch relativ gut ausweichen. Ja, nur leider, wenn man am Rand ist, dann trifft es einen kaum. Ich werde das jetzt noch ein bisschen umprogrammieren, nämlich warte, bis Rand berührt, geht das noch ein paar Schritte und dann perfekt. Da. Endlos. Die Klone dachten jetzt, dass sie nicht verschwinden sollen. Auf jeden Fall, wenn ich es neu starte, sind sie ja wieder weg. Also da kann man echt nichts mehr sagen. Das Projekt ist super. Da kann man nichts mehr gegen sagen. Ja. Auch die Musik finde ich total cool. Gebt einfach bei YouTube ein Cuphead Wanna Woman Musik und dann solltet ihr das finden. Okay. Aber die Steuerung ist so toll. Ich kann mich super bewegen. Wenn ich das treffe, sollte nichts passieren. Ich müsste es ja kaputt gehen. Passiert aber nichts.
Okay, ich dachte, der kann nicht mehr spawnen. Es gab auch mal so einen Bug, dass ich nicht mehr schießen konnte, aber der ist zum Glück wieder weg. Hat anscheinend Scratch nicht mehr funktioniert oder mein Computer. Auf jeden Fall, diesen Bug gab es zum Glück nur mal und jetzt ist er ja wieder weg. Aber der spawnt ganz schön oft die Bombe, die noch nicht vorhanden ist. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich würde mich über ein Like oder ein Abo freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Oder ihr mehr Scratch-Videos sehen wollt. Bis dann und ciao, euer Jono.